Frau Schionek, was ist das, das BITS? Das BITS, so wie Sie schon sagen, das Berufsinformationszentrum, steht allen Menschen zur Verfügung, die sich beruflich orientieren mögen, die beruflich sich verändern wollen oder eine Ausbildung anstreben, die gerade aus der Schule kommen, so wie jetzt heute hier im BITS, dass es eine Berufsorientierung gibt und dass es auch für Menschen, die schon im Erwerbsleben stehen, Informationen gibt, wie kann ich mich verändern? Gibt es Umschulmöglichkeiten? Gibt es weiterführende Maßnahmen, dass ich in meinem Beruf einfach weiterhin mich entwickeln kann? Über welche Unterstützungsmöglichkeiten und Angebote verfügt das BITS? Unter anderem haben wir ein Angebot, dass wir Hilfestellung leisten beim Bewerbungsschreiben, dass wir Hilfestellung leisten, wie bewirbt man sich online oder wie man halt mit unserer Plattform, der BA-App, E-Services gut bearbeitet. Ansonsten haben wir unterschiedliche Angebote, die dann aber auch von unseren Projekten durchgeführt werden. Und was hat es mit den VR-Brillen auf sich? Die VR-Brillen, das ist halt so unser Türöffner. Jugendliche und auch Erwachsene haben die Möglichkeit, in Berufe einzusteigen. Es sind 150 Berufe, die man erleben darf, real erleben darf. Und es sind 230 Arbeitgeber, die halt diese Berufe vorstellen. Man hat einen Ausritt, ich sage jetzt einfach mal, zu Vielmann oder in die Krankenhäuser oder zur Polizei. Zur Bundeswehr. Wie läuft dort ein Tag in der Ausbildung real ab? Wie kann man mit Ihnen bzw. Ihren Kolleginnen in Kontakt treten? Entweder zu den Öffnungszeiten hierher kommen. Hier brauchen Sie keinen Termin. Wir stehen immer zur Verfügung. Wenn es direkt in die Beratung gehen sollte, veranlassen wir Beratungstermine.